Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Engineer. Leute, ich kann euch sagen, bei mir ist gerade Samstagmorgen, irgendwann in Raum und Zeit. Und es ist gerade so gemütlich. Draußen ist so diesig, eklig. Es ist ein Feiertag, alles hat geschlossen, keine Autos fahren rum. Und ich sitze hier gemütlich mit einem Tässchen Tee und einer schönen Decke und habe gerade so richtig Bock auf Engineer. Es macht mich gerade so richtig süchtig irgendwie, weil es doch dann friemelig, aber doch irgendwie cool ist. Und Leute, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Danke, dass ihr da draußen, vor allen Dingen die Steadies und die Finance-Supporter, das hier extrem möglich machen. Und an alle anderen Menschen natürlich auch. Ihr seid natürlich indirekt auch Finance-Supporter, denn durch Aufrufe, Likes und Kommentare bringt es den Channel immer weiter nach vorne und bringt natürlich auch noch ein bisschen Geld in die Kasse. Und dafür vielen, vielen Dank. Ne? Dankeschön. So, ein Kart. Sein Kart ist... Oh, jetzt kommt's, Leute. Jetzt kommen Strukturen hier. Das wird richtig hohe Ingenieurskunst. Das sehe ich jetzt schon. Was die Leute erzählen, ist doch eigentlich egal. Wir müssen diesen Sack da hinten hin transportieren. Das steht schon mal fest. Wir haben Räder. Wir haben Sachen. Wir haben Bretter. Wir haben Kram. Okay. Kann ich die Räder... Wenn ich die jetzt hier hinmache, fallen die dann um? Nee, die fallen nicht um. Okay. Da kommt dann später der Dings. Okay, okay, okay. Cool. Pass auf. Wir brauchen das da. Ich mach das mal hier hin. So. Das machen wir weg. Dann hätte ich gerne eine Construction Line und hätte die gerne Vertical, Left Click, Down, Place, Steuerung, Snap Rotate. Ja, so. So. Und dann hätte ich gerne das Ding hier. Das hätte ich gerne gedreht. So. So, dass wir so ungefähr, ne? So ungefähr. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch mehr Construction Lines. Und zwar Snap rotate ich die jetzt hier dran. Und hier dran. Dass wir so vom Karren mäßig, ihr wisst schon, ne? Ihr wisst schon, was ich vorhab. Dass ich so ein bisschen weiß, wo das hin soll. Das muss ja jetzt kein aufwendiger Superkarren sein, ne? Warte, ich brauche trotzdem noch eine Line, und zwar hier. Dass wir hier auf dem X-Point hier. So. Dann haben wir nämlich so einen halbwegs laufenden Karren, ihr wisst schon. Das verbinden wir jetzt mit Beams, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne, hier. So. Und so. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen nageln gleich, ne? Könnten wir mal machen. Und zwar, es muss ja nur so, genau, so, dass das hier so ein bisschen reingenagelt ist. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns... Das muss ja irgendwie jetzt... Ach so, Moment. Nee, das muss ja hier auch noch... Obwohl, das könnte ich mit Brettern machen auch, ne? Ja klar, guck mal. Machen wir hier Bretter drauf. Ganz easy but cheesy. Und dann nehmen wir uns das Ding hier. Nee, wir wollen... Nein, nein, das wollen wir auch nicht. Wir wollen das so haben. Und wir wollen das so haben. Ja, das so wollen wir das doch haben, ne? So, dann nageln wir das hier noch drauf. Das muss ja hier dann am Brett nur irgendwie fest sein. Das reicht ja dann schon. Ja, und rein theoretisch ist das schon ein Karren. Ne? Man könnte den Karren jetzt noch aufwendiger machen, aber was ich jetzt vielleicht noch höchstens machen würde, ist, dass ich das Ding hier nehme... Und ein bisschen kleiner. So. Dass ich den halten kann. Ne? So. Machen wir hier oben noch ein Brettchen drauf. So. Dann würde ich sagen, bauen wir das mal. Das hält er ja locker. Looks good to me. Okay. Jetzt kann ich nämlich dann
Dann die Hände nach vorn. Ne? Dann können wir das hier greifen. Und dann können wir den Karren schieben. Ja, also wenn das dann nicht... Also Leute. Wow. Ne? Also keine 5 Minuten hier so ein Karren konstruiert. Ne? Also hätte ich da mal zu der Zeit gelebt. Dann hätten wir keine Probleme. Was ist mit Christopher the Carrot? Okay. Boah, Alter, das ist eine dicke Karotte. Structure to deliver carrot to destination. To bring the carrot out of the ground and up into the target area. Oh Gott, okay, Moment mal. Start Mission. Warum sind hier eigentlich noch Construction Lines? Warum löscht er die denn nicht nach der Mission? Das ist ein bisschen... was soll ich denn jetzt bauen? Hier ein Kransystem oder was? Ich habe Rotatoren, habe ich. Blocks haben wir. Jede Menge Bretter, jede Menge... Wir haben sogar Logs. Aber keine Seile oder so. Build a structure to bring the carrot out of the ground and up into the target area. Also so eine Art Flaschenzug. Kran. Aber ich habe keine Seile. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe keine Seile. Ich habe hier Rotator. Wie mache ich das denn ohne Seile? Das ist jetzt natürlich... Das ist eine schwierige Angelegenheit. Warte mal, ich baue jetzt erstmal hier. Ich habe 10 solcher Blöcke. Sind die aneinander, sodass sie nicht umfallen? Also kann ich, wenn ich den jetzt hier hinklebe, dann ist der geklebt, oder was? Okay, der hat sich hier in den Boden, damit es gerade ist, ne? Das ist jetzt nur die Karotte. Nur, ne? Die müssen wir jetzt irgendwie da hochkriegen. Also sozusagen rausziehen. Oh. Ich wollte das so halbwegs gerade haben, wenigstens. So halbwegs. So, die sind aneinander geklebt, oder? Connection Type ist grün ist fixed. Rot ist free. Okay, dann sind die gefixt. Okay. Das ist okay. Das ist okay. Soll ich das noch mit Brettern? Kann ich gar nicht vernageln mit Brettern, ne? Ne. Sheets kann ich da dran machen, aber Bretter nicht, oder was? Ich sehe da keine Bretter. Aber er baut auch keine Bretter. So. Wenn ich jetzt hier so einen Rotator nehme, kann ich... Ne, da könnte... Ah, da geht er dran, aber da nicht, oder was? Auf der Höhe nicht. Warum geht er... Ah, doch, da. So, in welche Richtung er dreht, ist ja erstmal egal. So. Er wird dann drehen. Eigentlich müsste ich das jetzt nur mit... Ich habe noch einen Stamm. Ich hätte noch einen Stamm. Ich hätte aber auch noch jede Menge Beams. Um diese Struktur hier, ihr wisst schon, irgendwie ein bisschen, naja, zu halten. Alter, gegen die Steine wirken die Beams echt sehr dünn, ne? Warte mal, jetzt möchte ich mal ganz kurz was gucken. Kann ich das nageln? Nee, ne?
Nee, das heißt, ich müsste das aus Holz bauen. Das heißt, ich muss eigentlich ein Fundament machen und dann aus Holz diesen Turm hier basteln. Und dann, ihr wisst schon, wenn ich jetzt... Warte mal, ich baue das jetzt mal ganz kurz, damit wir uns das angucken können, wie das denn dann endet. So. Jetzt fällt das nämlich runter. Dreht sich aber nicht. Das hat sich auch gar nicht gedreht, ne? Also die Blöcke sind eher für Struktur. Für Bodengrund. Ne? Dass ich jetzt sage, hier machen wir jetzt die Blöcke so. 4, 5. Mit Mörtel, deswegen können wir die auch nicht, deswegen sind die auch locker gewesen. Aber Beams kann ich jetzt hier draufstellen. Ja, das geht, okay. Also, dann machen wir uns jetzt erstmal hier, das muss ja schon so ein Okolyt werden, ne? Jetzt bauen wir uns hier so ungefähr erstmal, dass wir hier so an den Kanten ungefähr die Abstände haben. Und so. Das muss jetzt nicht hundertprozentig sein, das kann ruhig ein bisschen wackelig, ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, dann erstmal hier Beams hinstellen. So. Und da würde ich sagen, einfach mal nochmal ein Beams oben drauf. Einfach nochmal Beams oben drauf. Ja, das ist schön. Sheets, wie weit gehen Sheets? Sheets gehen nicht weiter als so. Das ist kacke. Das ist jetzt blöd, das funkt mir jetzt gerade wieder ein bisschen in meine... Okay, wir machen das nochmal anders. Ja, 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 weg mit den Construction Lines. Die müssen einfach ein bisschen weiter nach innen. Wir stellen die ein bisschen enger. Wir stellen den Turm ein bisschen tighter zusammen. Das ist alles höchste Konstruktionskunst hier, ne? Nicht, dass ihr da wieder hier, dann meckern wieder hinterher alle. So. Nein. Gerade so. Das hätte ich gerne ungefähr. So, plopp. 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 Ich brauche halt nur so ungefähr eine Linie, an die ich mich so ein bisschen halten kann. Dann müssten wir eigentlich mit den Sheets den Turm so ein bisschen, naja, ihr wisst schon, stabil kriegen. Stabil kriegen. Das ist das, was ich vorhabe mit den großen Brettern dann. So. Dann machen wir es erstmal so groß, wie es geht. Oh Mann, ich klicke immer aus Versehen auf das Rad. Erstmal so groß, wie es geht. Und dann können wir es noch ein bisschen verschieben. Ja. Ich würde sagen, so machen wir es jetzt erstmal. Dann muss ich aber immer noch gucken, wie ich hinterher das Ding... Alter, ich baue hier jetzt schon übelst die Konstruktion, aber... Naja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ist jetzt schon die größte Brettart. Wir haben noch 18 Bretter. Aber die Bretter dürften das doch eigentlich dann halbwegs halten. Ich weiß nicht, ob wir dann später innen... noch vielleicht so eine... Ich meine, wir haben genug Beams, ne? Wir haben genug Beams. Aber zum Beispiel, was mir jetzt hier ein bisschen fehlt, dafür hätte ich die dann schräg stellen müssen direkt, ne? Ja, dafür hätte ich die schräg stellen müssen. Ne, wir machen es erstmal so mit den... Wir machen es erstmal so. Wir machen... Oh, wir machen es erstmal so. Dass wir hier... Ne? Ihr wisst schon. Hier vorne müssen wir dann später nochmal ein bisschen genauer schauen. Aber hier reicht das, wenn wir jeweils zwei so Brettel
zur Stabilisierung des Kerns, sozusagen. Ja, das sollte gehen. Dann gehen wir noch ein bisschen höher. So, hier in der Mitte, Moment, in der Mitte wähle ich eine leichte Brettstabilisierung. Da stimmt was nicht. Einfach um mehr Nagelkonstruktion hier drin zu haben. So, 200 Nägel haben wir auch. Ich weiß halt nicht, ob Nägel zusätzliche Stabilisation geben. Aber als Engineer weiß man viele Dinge nicht und testet die Grenzen der Physik. Oh Mann, sieht das aus. Ey. Das sieht jetzt schon scheiße aus, Kreis. Aber egal, was soll's. Ich mach da keinen Hehl drum, dass ich da ein bisschen amateurhaft rangehe. Im ersten Moment amateurhaft wirkend, sagen wir es so. Im Nachhinein würde man sagen, ja, das hätte ich genauso gemacht. Aber wir nageln das erstmal hier rein. Dann hat der Turm, ne, das, sonst vergesse ich das auch später und dann fehlt da irgendwo Stabilität und Leidenschaft und dann haben wir ein Problem. So, jetzt müssen wir hier hoch noch. Das nageln wir auch noch fest. Das ist jetzt schon so ein bisschen turmig, ne? Da kann man sagen, was man will. Das ist jetzt schon turmig-mäßig unterwegs. So. Wir müssen die Karotte da reinkriegen, ja? Das heißt, wir haben hier so Rotatoren. Jetzt frage ich mich, ob ich die Rotatoren, weil ich habe keine Seile. Wisst ihr, was ich meine? Also wie könnte ich jetzt... Ich wüsste einfach gerne, ob der sich dann dreht. Ne, der kann sich drehen. Tut es aber nicht, ne? Oh! Oh! Aber warte mal. Kann ich den... Ich kann das hier dran machen. Ich kann das hier dran machen. Kann ich Bretter da dran machen? An den... Kann ich Beams hier dran? Ich kann Beams dran machen. Ich kann Beams dran machen. Warte mal. Jetzt habe ich natürlich hier schon so eine gewisse Grundkonstruktion, die ich eigentlich ungerne, na, ihr wisst schon, wieder zerstören würde. Allerdings werde ich das wahrscheinlich tun müssen. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum, wo ich gerade drauf gekommen bin? Wir könnten das ja so flaschenzugmäßig machen, aber ich habe meine Gewichte für Foundation benutzt. Ich habe die Gewichte, die ich habe, für Foundations benutzt. Ne? Ich hätte natürlich die Möglichkeit, andere Sachen als Gewichte zu verwenden, was ich vielleicht dann machen muss. Weil ich meine Gewichte als Foundation verwendet habe. Aber ich meine, das ist ja beim Engineering das Ding. Man kommt ja dann plötzlich während der Konstruktion, stößt man halt einfach irgendwie auf Fehler. Und diese versucht man dann auszumerzen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Dass ich jetzt quasi, ich hätte... den Rotator... Ob ich da jetzt einen Lock oder einen Beam nehme, ist eigentlich egal. Obwohl, warte mal.
Vielleicht. Ich kann das doch hier festmachen. So, guck mal, das ist jetzt da reingenagelt. Das ist jetzt da reingenagelt. Jetzt könnte ich... Warte mal. Den Rotator noch ein bisschen hier zur Seite machen. Und dann nochmal den Balken hier rein. Jetzt habe ich keine Balken mehr, aber ich habe noch Beams. Das ist jetzt gerade eine schwierige Angelegenheit. Das ist jetzt gerade eine sehr schwierige Angelegenheit in meinen Augen. Was ist eigentlich hier mit der... Was ist das? Da ist nichts drin. So, warte mal, ich mach das jetzt folgendermaßen. Ich nagele jetzt. Aber nee, warte mal, dann... Oh, ey, da müsste ich ja voll das Schienensystem bauen. Da müsste ich ja übelst das Schienensystem bauen. Weil es geht ja dann, er versucht das ja dann hochzudrehen, so rum. Und ich müsste was bauen, was dann dafür sorgt, dass es... Warum habe ich nicht einfach Seile? Kann ich keine Seile verwenden? Mit dem Seil wäre es voll einfach. Boah, das ist schwierig. Bau mal einen Flaschenzug ohne Seile. Wisst ihr, was ich meine? Ansonsten wäre es ja nicht... Ja, mit dem Seil wäre es easy. Hier hinten ist noch was auseinandergefallen. Sieht gut aus. Ich kann es dann aber selber auch... Kann ich sie einfach rausziehen mit wahrer Manneskraft? Nee, es geht nicht. Da muss ich so eine Art Warschauer Wippe bauen. Mit einer Wippe wird's gehen, ne? Ja klar. Mit einer Wippe wird's gehen, Leute. Mit einer Wippe. Das ist es. Das ist es, Leute. Mit einer Wippe. Wir bauen eine Wippe. Aber nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal dann. Aber ey, es ist mir gerade wie vor meinem Auge. Wisst ihr, was ich meine? Wir setzen dieses Konstrukt hier so ein bisschen hier an die Seite. Bauen mit den Rotatoren. Das ist eine Wippe. Mäßig. Mit ganz viel... Oh ja. Oh ja, klar. Dann machen wir da auch so einen Stiel dran. Machen noch mehr Stiel hier hin. Und dann, haha. Aber dafür müssen wir dann nochmal echt ans Brett. Das machen wir aber in der nächsten Episode. Es tut mir sehr leid, dass wir das heute hier nicht geschafft haben. Aber bevor ich die Folge wegschmeiße, hatten wir ja doch irgendwie Spaß beim Knobeln und Denken. Und deswegen, ja.
Eine Wippe. Es könnte so einfach sein. Naja, aber wir wippen erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, recht herzlich fürs Zusehen. Und als Gegengewicht auf der Wippe nehmen wir natürlich die Steine, die wir haben. Und dann wippt das Ding da raus. Ganz easy. Ganz easy, Leute. Das wird super easy, so eine Wippe zu bauen. Das kann ja so schwer nicht sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Reingehauen und ciao mit Au. Tüdelü.